Hallo liebe Startnext-Gemeinde, es ist wieder soweit. Vulpius ist auf dem Weg und wir brauchen eure Unterstützung. Bis 2020 werden wir in 6 Etappen das lateinische Vokalwerk von Melchior Vulpius und damit die ältesten Drucke aus unserer Kantoreibibliothek Waldheim zu neuem Leben erwecken und zum Klingen bringen. Geboren um 1570 in Wasungen, war Vulpius Schüler von Johann Steuerlein an der dortigen Stadtschule, dann auf dem Hennebergischen Gymnasium in Schleusingen, wohl auch noch ein Jahr an der Domschule zu Speyer, um danach Kantor in Weimar an der Stadtkirche zu werden. Dort schuf er als ranghöchster wettinischer Kirchenmusiker um 1600 eine Reihe von ganz fantastischen lateinischen Motetten, die er unter dem Titel Canzone Sacra herausgab und von denen wir mittlerweile die Hälfte aufgenommen haben. Vulpius ist einfach ein spannendes Ackerfeld und wir freuen uns, dass wir uns rangetraut haben und euch die Ergebnisse demnächst präsentieren dürfen. Mit von der Partie waren wieder die Spezialisten für alte Musik von der Capella d'Aleminzia, Sänger und Instrumentalisten mit Zink, Posaunen, Dulcian, Blockflöten, Harfe, Orgel, Cembalo und Violone haben wir das ganze Spektrum der Renaissance-Musik, des Renaissance-Klanges auch wieder aufgeschlossen und ihr dürft euch auf einen fantastischen Klang freuen. Die Fördermittel für diese Aufnahme waren knapp und deswegen brauchen wir wieder eure Hilfe. Ihr habt es schon einmal geschafft. Teil 1 und 2 der Vulpius Gesamtaufnahme sind in diesem Jahr erschienen. Teil 3 wird die Mitte sein unserer Gesamtausgabe. Und mit eurer Hilfe werden wir auch das schaffen. Als Dankeschön winken euch Eintrittskarten, CDs oder auch Privatkonzerte. Musik